Es geht los. Okay. Es geht los. Top 8, Best of 5, Bison vs. Plura, Winner Semis, Any Set, 43. Okay. Also ich würde sagen, bisher auf jeden Fall eher Richtung Bison, ne? Also Bison. Ja, ich glaube, Bison hat bis jetzt, ich weiß nicht, ob alles gewonnen, aber... Ja, ich guck gleich, ich guck gerade mal nach. Hurra. Weil er natürlich Erfahrung mit Top-Player DNL. Wo ist DNL? Glaubst du, ja, hört gerade zu? Sonst ist es sad. Ja, ich höre zu. SDN. Hier, SDN sag ich schon. DNL. Bist du am Lurken oder bist du am Traden? Also. Oh. DNL ist fieser Student. Auf jeden Fall. Ja. Er soll mal lieber das Game studieren. Es lohnt sich. Yeah. Okay, also bisher 9-1 ist der Count. Wow. Und ich kann hier... Oh, da. Das ist schon ein bisschen her, ne? United Cyberspace Weekly 11. Weekly? Arcadia Edition. Das ist schon ein bisschen her. Die Bicycle-Kombo mit der Frisbee an der... Oh, 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 oh. Okay, killt er schon? Nee, noch lange nicht auch. Die hat gar keine Kill-Force, oder? Weiß nicht. Irgendwann Up-Throw vielleicht? Ich hab keinen Plan. Jetzt müssen eigentlich schon irgendwo killen. Ah, nee, Bicycle also. Killt sie lieber selber. Das ist ein... Genau. Bicycle. So macht man das. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Oha, Itachi Life hat mit Prime abonniert. Wow. Danke. Wow, Applaus hier. Applaus hier, Itachi Life, yeah. Vorbildlich. Beste, beste. Vorbildlich. Radio Gugu. Ja. Ist das Queen-Lied? Ja. Ja, ne? Radio Gugu. Radio Gaga. Gaga. Heftig. Ja, danke. Auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. Vorbildlich, das solltet ihr auch alle machen. Wenn ihr einen Prime übrig habt, dann subbt mal rein, weil das ist nice. Einfach reinschallern. Ja. Einfach reinschallern. Und ich sehe hier schon wird rumgedudelt mit der Dose. Er weiß ganz genau, die nächste Dose killt, egal was. Ah! Oh, oder so. Oh. Und die Abwehr, ja, nice. Frisbee Abwehr ist auch noch safe bei diesen Prozenten. Von daher alles entspannt für den da kein Flur. Dash Attack. Oh, oh, oh. Twitter. Oh. Twitter. Oh. Twitter. Oh. Damn. Junge. Okay. Oh. Was alles gecovert. Alles gecovert. Alles gecovert. Halt echt. Alles gecovert. Das ist vielleicht keine Twitter-Kombo, aber cleanes Gameplay. Das war ultra. Ja, das war echt ultra. Mit Footstool. Fieser Japolski. Oh. Der schlägt. Ne? Wo ich mich frage, wer macht sowas? Niemand macht sowas. Nee. Oh, das killt nicht. Echt nach vorne geflogen einfach. Ja, gut, dass er nach links die Eid hat. Oh. Oh, das sah so komisch aus. Zwei, drei Hits oder sowas. Ja. Letzten zwei, drei Hits haben es dann auch getan. Game 1 geht an Beigel Max Weichel, Beigel a.k.a. McFlu. Beigel Buddha Statue. Hm. Ist so. Ja, ja. Und ja, es ist Best of 5, also Flora hat immer noch die Chance hier seit, ich weiß nicht wie lange, mal wieder ein Set gegen Beißel zu holen. Es waren immer mal wieder Games dabei, aber tatsächlich gar kein Game 3. Game 5. Ein Game noch vielleicht geholt. Mhm. Ach so, okay. Also 1-2 einmal gewonnen und sonst nur 3-1, 3-1, 3-1 verloren. Oder 2-0, 3-0. Das ist auch ein brutales Matchup. Ja, und vor allem hat Beißel halt DNL-Erfahrung. Ja? Das ist so der Spielpartner, mit dem er am meisten spielt. Und wer DNL kennt, weiß, das hat der DDD. Ne? Ja. Yeah. Gegen mich traut er sich nicht, den zu picken. Immer nur einmal. Und er weiß ganz genau, wenn ich zu viel gegen den spiele, dann weiß ich zu viel über den. Deswegen spielt er den fast nie. Ja, die machen sich immer auch gegenseitig kennen. Das ist auch immer, immer scheiß Frame-One-Dose. Ja. So ein Hammer-Lustig. Auf jeden Fall. Wir haben eine Zeit lang auch gestreamt. Gaming Grubas. Ja, stimmt. Gaming Grubas. Lasst mal euer Prime da bei Gaming Grubas. Haut mal euren Prime da rein. Oh. Oh. Ah, brutal, brutal. Man sieht einfach, DDD einfach null. So gut wie gar keine Chancen. Da kommt eine Frisbee, da kommt eine Dose, da kommt ein Gunman. Alles ist gecovert. DDD hat ein Vogel angeflogen. Oh! Da ist der Stock auf der Flora.
Wer weiß, vielleicht schafft sie es ja doch irgendwie dazu adapten, aber es ist überhaupt nicht. Nee. Alles ist immer brutals gecovert, egal wo DDD hinlanden will. Hinlanden will. Ja. Mhm. Ja, ist halt wirklich nicht leicht, ne? Also, wenn jemand so viel Erfahrung gegen den Charakter hat. Halt, DDD ist halt super Heavyweight, also der zweitschwerste Charakter oder drittschwerste wegen Karu oder so, weiß ich nicht. Mhm. Aber, da muss man halt patient gegen sein, ne? Gerade mit einem Charakter wie Duckhunt muss man da patient sein, aber die Patience hat Beißel halt wirklich. Aber jetzt gerade, ich meine, jetzt ein guter Hit und dann ist die Führung auch da für Flora. Ja, also es ist alles possible. Possible. Guck, gleich schafft es Flora irgendwie hier diesen wahnsinnigen Duckhunt anzukommen. Oh, fast wäre es auch schon gewesen, das Stock, aber nur das Stock. Oh, der Offstage ist gegangen. Leider gar nichts drin. Ja, ich weiß auch nicht. Also nicht, wenn Weiße so recovered. Wenn es straight zu liegen würde, Edge, dann vielleicht. Oh, ein Greedy Spike. Der wird auch direkt gepunished mit der Nair. No Tag. Und Flora hat jetzt einen kleinen Lead. Ja. Oh, Gordo. Wurde auf den Kopf. Ja, oh, aber direkt der F-Smash. Gecovert mit der Dose an der Edge und dann nochmal F-Smash. Hochspringen hätte gleich auch nicht viel gebracht. Und, runter. 38. 17, 38. Ja, alles. Oh. Yeah, baby. Yeah, buddy. Die tasten sich so ganz langsam ran, aber ganz langsam. Wenn immer so Hits für Hits verteilt. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus wie früher. Also jetzt würde ich schon sagen, dass da kann der Nachteil ist. Auch wenn die sind Prozente. Prozente ihm. Oh nee, der Grab ist nicht drin. Abtilt. Einfach so mal weggestoßen. Glaubst du, SDN holt das alles zurück? Nee. Glaubst du, er geht von ganz, ganz unten? Also ich kann jetzt schon mal sagen, er hat gegen... Oh ja, oh ja. Das war gut gecovert. Hier mit dem Gordo und diesem heftig aufgeladenen Hammer. Okay, also 1-1. Hammer. Ein Game noch. Hammer. Ein Game noch für Flora und das ist neu und verbessert. Und different. Ja. 0,9 für dich. Ja. Ist auf jeden Fall Best of 5 bei Campo. Doch, ist Best of 5. Ist natürlich Best of 5. Es ist Winner Sunny's hier. Wer ist denn hier? Wie ist der Name? Schmirps. Splash. 1-2 auch noch wieder auf Hollow Bastion. Ich weiß nicht, was da los ist. Auch letztes Game schon. Letztes Set. Das ist ja eine coole Stage, aber wenn man drauf verliert, weiß ich nicht, ob man nochmal drauf spielen will. Ja. Welche Vorteile hat Duckhunt hier auf der Stage? Weiß ich auch nicht. Was würde Flora Bann gegen Duckhunt? Irgendwas ohne Plattform, ne? Ich glaube auch FD. Also ich meine, Beißel nimmt halt immer FD, Town City schätze ich vielleicht auch. Ich weiß es nicht. FD meinte, glaube ich, ist sein Favorite Stage. Klar, 170% auf Flora und 70% auf Bionix. Oh! Verlängerung! Hätte Hammer auf dem Head. Okay, 179. Also man hat eben gerade gesehen, es ist doch knapper, als es aussieht gerade. Ja. Und die Bombe. Und er hat die Bombe überlebt? 190%. Oh, ein Gordo auf. Okay, die Bombe ist aus dem Weg. Jetzt ist Floras Chance. Nice Grab. Fall Throw wahrscheinlich. Dose ist weg, Dose ist wieder da, Dose chill, Dose ist weg. Dose ist wieder da, Dose ist weg. Oh, und Dose ist wieder da. Und, oh, kein Mario Golf. Nee. Aber ja. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr freundlich.
dass du unsere Dance Moves festgehalten hast. Du kannst eigentlich bei jedem NEZ festhalten, da sind eigentlich immer Dance Moves dabei. Auch letztes Mal. Jetzt check ich das gerade. Skeddy. Ich dachte, du talkst mit mir die ganze Zeit. Nein. Ich rede natürlich mit dem Chat. Schmips! Meine allerbesten Freunde. Schmips! Normal, beste Dance Moves. Ich weiß zwar nicht, was die drei Sternchen heißen, aber ich glaube dir schon. Okay. Eigentlich ist es ein leichter Lied. Eigentlich ist es ein leichter Lied. Ja. Die DDD stirbt irgendwie die ganze Zeit so bei 170, 190. So der Sternchen hat getroffen. Oh, schön ausgewichen oder weggesprungen. Oh, es killt einfach eigentlich. Ich glaube, das sind vielleicht Holobash. Ja, auf jeden. Komm mal auf jeden Fall vor Ort. Ich muss mal gucken, wann das nächste NEZ ist, ehrlich gesagt. Komm auf mir vorbei, dann machen wir alle hier heftigen Dance. Nächste Combo. 13.07. Das nächste NEZ ist am 13.07. Zeit, ein Tag nach meinem Birthday. Ja, perfekt. Oh, guck Mann, mal. Dann grind ich natürlich. Wieder Zeit für einen Skeddy Win. Na, echt so. Ja. Habe ich ja gerade beantwortet schon. 13.07. ist das nächste NEZ, 13. Juli. Ja, einen guten Monat. Genau einen Monat eigentlich. Genau. Eigentlich immer. Also eher so Anfang. Oh, und boom, boom. Und noch nicht, nicht gekillt. Aber da kommt die nächste Dose schon. Ist am Rumfliegen und boom. Und da kommt die nächste Dose. Und dies ist halt so fies, wenn die nach oben fliegt. Ich weiß auch nicht, damit ist Weiße so gut. Wow, sehr guter Trade. Selbst am 15. habe ich eine wichtige Prüfung. Ja, guck mal, also so funktioniert das. Du setzt dich in Zug und dann lernst du da und dann bist du bei NEZ und dann hast du Spaß und dann setzt dich in Zug und dann lernst du da. Ich kann dich auch abfragen. Welche Prüfung? Erzähl mal. Genau. Ja, welche? Na los. Ja, wir sind alle Experten. Ey. Ey. Jetzt habe ich hier gar kein Bild mehr. Turbulenz und Grenzschicht sind wir natürlich absolute Spezialisten. Turbulenz und Grenzschicht. Grenzschicht? Ich wusste gar nicht, dass ich darüber Prüfung schreiben kann. Ja, aber dann viel Erfolg auf jeden Fall. Lern nochmal, hau mal gut rein und komm dann spätestens übernächstes NEZ hier. Ja. Guck mal, Belcampo hat dann ein Diplom drin, der fragt dich ab. Der kommt nämlich auch nächstes NEZ am 13. und dann sind wir alle glücklich und haben Einsen und 15 Punkte in unseren Klausuren und Prüfung. Deswegen nennt man ihn auch Diplom-Belcampo. Genau. Oh, ui. It's time. Wow, I gotta go. Was, wie spät? 17.30? 17.08? Nein, ich muss gleich den Bus catchen. Welchen Bus? 16. Also zum Rahmen. Ach so, 16? Nee, sei los, 16.08. Ach so, okay, die 11. Ja, wir essen immer Ramen nach... Traditionell Ramen. Genau. Kann ich euch nur empfehlen, Ramen an. Ist relativ teuer, aber... halt heftig lecker. Ne? Ja, aber einmal im Monat kann man sich schon mal hier diese Rahmen gönnen, weil Tantanmen, da war die best soup of all hier. Genau. Ich esse immer den ganzen Tag extra gar nichts, hab nur Muffins gegessen. Und danach. Schöner Smudge. Das sieht auf jeden Fall aus. Ja, so kalt. Das ist noch stärker. Ja, also sieht gerade nicht gut aus. Aber Game Führer. Geholt. Ja, sieht aus wie ein 3-1 wieder. Ich glaube schon länger kein Game. Ja, ey, warum ist das immer noch an? Ich dachte, ich hätte das alles gemacht. Bitte mal. Stärker, okay. Okay, 12. 12? Mhm. Achso, ja, sauber. Wieder Follow-Bashen. Wahrscheinlich eine gleich faire Stage für beide. Ich weiß nicht warum. Ja, mein Tablet geht leider gleich aus. Dann kann ich nicht mehr mit euch reden, aber bis dahin.
So, ich muss leider liegen, es ist 10 nach 6 Minuten zum Bus. Alles klar, viel Glück noch, viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal, Skelly 12, haut rein. Ciao, ciao. Sehr nice, dass du da warst, Mann. Bis nächstes Mal. 13.07. Ja, perfekt. Kannst du perfekt merken deswegen. So, und wir gucken uns hier den Rest dieses Sets an. Vielleicht verpasst Skellia was und Flora macht den heftigsten Upset der Welt. Oh, heftiger Down Smash. Up Smash. Bin ich nächstes Mal wieder Kommentator? Also jetzt hier nächstes NIZ. Ich bin grundsätzlich immer Kommentator, wenn sich kein anderer findet. Also ich hab halt... Ja, klar. Also ich bin da immer für offen. Und wie gesagt, also wenn sich niemand findet, dann kommentiere ich immer. So. Und okay, das ist 3-1 für Beißel. Traditionelles 3-1. Und ja. Grundsätzlich, wenn jemand Lust hat, dann gebe ich den Leuten immer den Vorrang beim Kommentieren. Einfach weil, ja, ich meine, supporten, ne? Die einfach so ein bisschen so viel wie möglich die Community machen lassen, weil die sich dann selbst educated. Jeder hat